Liebe Gemeinde, in diesem Gottesdienst soll Pastor Steffen Kahr, der von der Kirchenkreissynode Ranzau-Münsterdorf zum Propst des Kirchenkreises gewählt worden ist und nun also Propst Steffen Kahr ist, in sein Amt eingeführt werden. Da ist ein Christenmensch, der seine eigene württembergische Geschichte nicht unkritisch, aber am Ende sehr konstruktiv mit in den Norden gebracht hat. Ein Mensch, der gern von seinem Glauben sprechen mag und dabei zugleich anderen gut und offen zuhört. Da ist ein kluger Theologe, der an Universitäten unterschiedlichster Ausrichtung ein breites biblisches und theologisches Verständnis entwickelt hat und dem zugleich, wie er schreibt, dass Fragen und die Stille manchmal wichtiger ist als die schnellen Antworten. Da ist ein engagierter Geistlicher auch, der seine Zeit und auch seine Kirche konstruktiv kritisch in den Blick nimmt und der zugleich Lust auf seine Kirche hat und machen möchte. Aber auch einer, der weiß und lebt, dass Kirche nicht alles ist, sondern der immer wieder Schritte hinaus und hinein in das Altersleben von Menschen sucht, ob nun als Pastor to go oder als Propst on tour. Da ist einer, der gern im Team arbeitet, kommunikationsbereit und klar in seinen Äußerungen. Einer, der gern, wie er schreibt, an einer Atmosphäre der Heilung und des Vertrauens arbeiten möchte. Und zugleich einer, der nicht immer nur nach außen gewendet ist, sondern auch für sich arbeiten und sein möchte. Und das für seine geistliche Produktivität auch braucht. Wir wollen nun Propst Steffen Kahr in sein Amt als Propst im Kirchenkreis Ranzau-Münsterdorf einführen. Lieber Bruder Steffen Kahr, bist du bereit, den Dienst eines Propstes in diesem Kirchenkreis zu übernehmen, mit der Synode, dem Kirchenkreisvorstand, dem Kirchenkreisrat und allen, die im Kirchenkreis Dienst tun, zusammenzuarbeiten und dein Amt so zu führen, wie du es bei der Ordination versprochen hast, zur Ehre Gottes und zum Wohl der Gemeinde, so bezeuge es vor Gott und dieser Gemeinde mit deinem Ja. Ja, mit Gottes Hilfe. Ebenso bitte ich nun Sie alle, Mitglieder der Gremien, die mit dem Amt von Propst Kahr verbunden sind, die Pastorinnen und Pastoren, die Mitarbeitenden des Kirchenkreises und die versammelte Gemeinde, also mit anderen Worten alle. Seid ihr bereit, Steffen Kahr als euren Propst anzunehmen? Wollt ihr ihn in seinem Dienst unterstützen und ermutigen? Und versprecht ihr, mit ihm zusammen dem Aufbau der Kirche zu dienen? So antwortet: Ja, mit Gottes Hilfe. Ja. Lieber Bruder Steffen Kahr, im Gehorsam gegen den Auftrag, den der Herr seiner Kirche gegeben hat und im Vertrauen auf seine Verheißung, führen wir dich nun ein in das Amt eines Propstes dieses Kirchenkreises. Wir sind eine Weggemeinschaft, verschiedene Gaben und Aufgaben, dieselbe Würde. Deswegen bitte ich, bevor Propst Block und die Assistierenden mich segnen, euch um euren Segen. Es wird nun einen Moment der Stille geben, wo ihr ein Gebet und Gedanken formulieren könnt und sie in der Stille zu mir auf den Weg schicken, für meinen Dienst und meinen Weg. Ich lege dir nun, Bruder Kahr, das Amtskreuz an. Herzlichen Glückwunsch.
schauen. Manchmal ist das, was wir Gott nennen, einfach auf Reisen, unverfügbar, woanders kein Besitz, nichts, was du festhalten kannst oder sagen, da ist er oder dort.